keine Stadt sind. Ja, Leute, guten Morgen. Hier haben wir das schöne Gewehr, die UX Patrol, die original ausgeliefert wird mit diesem Zielfernrohr. Es ist ein 4 bis 7 mal 20. Das Zielfernrohr ist nicht schlecht. Philipp hat es auf seiner Diana ausprobiert, kommt damit sehr gut zurecht. Für mich ist es aber, wenn ich das hier raufsetze, von der Höhe etwa 2,5 cm niedriger wie dieses hier. Und deswegen der Abstand hier, dieser Abstand zu niedrig. Ich kann ganz schlecht mitzielen. Dann habe ich bekommen diese beiden Zielfernrohre, ein Walter 4 mal 32. Das habe ich schon ausprobiert. Damit kann man wunderbar schon schießen. Damit ist das Gewehr für mich erst ein richtig vollwertiges Gewehr. Spaß gemacht hat es vorher schon, aber mit diesem Zielfernrohr, mit dem 32er, kann ich ohne Probleme schießen und zielen. Mein Problem war damit, dass es keine Verstellung hat, auf weitere Entfernung zu schießen. Deswegen hatte ich beim letzten Schießen ja auch mein Ziel wieder von 20 Meter auf 10 Meter zurückgenommen. Scheint mit meinen Lasern zu tun zu haben. So, nun habe ich dann noch bekommen vom Herrn Töltenberg eine Schiene Picatinny, die hier 22 mm Schiene, die auf die 11 mm Schiene raufgesetzt werden kann. Da die schöne, wunderbare, große Optik, und zwar ist das ein Walter 3 bis 9 mal 40, die raufsetzen kann. Dadurch ist natürlich eine richtig schöne Höhe entstanden. Das hier wunderbar. Vorhin habe ich das erste Mal so bei Tageslicht durchgesehen. Ich brauche nicht mal meine Brille abnehmen. Und denke, da kriege ich dann auch auf größere Entfernung vernünftige Trefferbilder hin. Aus diesem Grunde werde ich dann das Gewehr mit diesem Zielfernrohr heute Nachmittag auf dem Schießplatz schießen. Und dazu werde ich dann noch verschiedene Munitionssorten testen. Wieder werden, wie schon gehabt, die Damo Masterpoint, die mit dem Feinwerkbau am besten abgeschossen hatten, die RBS Meisterkugeln. Als zweites, dann haben wir die Exit Cobra Spitzkugeln 4,5 mm von Herrn Töltenberg bekommen. Die Umarex Mosquito 4,5 mm, die H&M Sport Sniper Light mit Rundkopf und die Field Target Trophy Green. Mit diesen sechs Sorten werde ich heute Nachmittag auf dem Schießplatz den Schusstest machen. Verschiedene Diabolo-Sorten mit diesem Fernrohr, Zielfernrohr. Ich werde das Zielfernrohr dort einschießen, einstellen auf 20 Meter und dann auch den Munitionspräzisionstest auf 20 Meter durchführen. Hallo WPU, hallo liebe Freunde, das soll es heute an diesem Morgen erstmal gewesen sein. Na dann. Bis dann. Der Wolfgang.